Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute haben wir eine Premiere, denn zum allerersten Mal habe ich ein Testgerät von HTC bekommen, beziehungsweise von deren deutscher PR-Agentur. Hier drin befindet sich aber nicht das HTC U11, sondern das HTC U11 Live, das Android One-Gerät von denen. Interessante Geschichte, als ich die Box schon vor, ich sag mal, ich habe dieses Video schon mal vor 2 Wochen oder so versucht zu machen. Da bin ich aber rückwärts rausgefallen oder hinten übergekippt, denn dieses Gerät, ich weiß nicht, wer von meinen geschätzten Kollegen das Gerät vorher in der Hand hatte, aber allein so roch das schon dermaßen nach Zigarette, kalten Nikotingeruch oder was auch immer, dass meine Pfoten danach allein schon einen Tag gerochen haben. Also das war was, also boah, so ein Gerät rauszuschicken, Respekt. Ah, auf der Rückseite steht es auch, 11L Blue. Ich habe die blaue Version, wusste ich auch vorher schon, denn ich habe hier reingeguckt und ohne Mist, ich habe die Box offen, erstmal jetzt locker 10 Tage auf dem Balkon gestellt zum Auslüften, denn das war wirklich eine Zumutung. Ich finde das ja schön, dass hier Räuchertests mit den Geräten gemacht werden, aber das war was, boah, das war echt hart. Nummer 2, es ist die blaue Version. Ich habe dieses Gerät und deswegen finde ich es immer schön, wenn ich, allein wenn mich immer fragt, jemand fragt, warum machst du Unboxing-Videos? Natürlich, weil sie mir Spaß machen, aber auch B, um den Zustand von Testgeräten festzuhalten. Denn das Ding sieht schon aus wie Hulle, ne? Ich habe, Mikrofasertuch liegt schon parat, was ich dann direkt, oh, das riecht immer noch krass. Hier sind schon etliche Kratzer drauf. Es gibt das Modell ja in Blau und in Schwarz. Das sieht super geil aus. Ich habe mich auch dieses Jahr über mein das U11 habe ich mir ja in Magic Silver besorgt. Super Farbe, was da zusammenkommt. Aber das sieht man jetzt auch hier, die Rückseite, das ist schon gut kratzeranfällig. Also es, auf der einen Seite sieht es natürlich richtig geil aus, aber auf der anderen Seite, naja. Wir gucken, was der Vortester oder was ich hier sonst noch zu dem Gerät bekomme. Und zwar gibt es einmal ein schwarzes Kabel, passt, schwarze Front, blaues Gerät, dunkles Zubehör, gefällt mir. Und Trommelwirbel, USB Type-C. Freue ich mich einfach auch dran, wobei ich auch sage, UVP von dem Gerät, ich weiß jetzt nicht, ob es die 3 GB, 32 GB Version vom deutschen Markt ist. Das Ding ist ja, glaube ich, mit 350 Euro UVP gestartet. Pi mal Daumen, den Preis hält es jetzt auch immer noch. Es gibt aber auch eine 4 GB, 64 GB Version. Ich glaube, die gibt es derzeit nur bei HTC selber zu kaufen. Erinnert mich so ein bisschen an Samsung mit deren Duos. Kostet dann 380 Euro. So, und das ist aber egal, ob 350 oder 380 Euro. Das ist aber auf jeden Fall ein Rahmen, wo ich auch Ende 2017 schon gesagt habe, Leute, USB Type-C und HTC liefert. Das ist ja schön. Dann haben wir unser Ladesteckerchen, normales USB Type-A mit, können wir hier irgendwo was sehen? Ah, ganz unten versteckt, 5 Volt, 2 Ampere, also unser 10 Watt Netzteil mit HTC-Logo drauf. Und ansonsten gibt es in der Pressebox keine Papiere, aber dann einmal den SIM-Kartenöffner unten dran geklebt. Daran erkennt man die zermanschten Pressedinger. Und einmal, ja, das ist, also sagen wir mal so, man ist ja echt nicht pingelig, aber ich meine, wenn hier schon Austauschkopfhörer dran sind und liebe PR-Agentur, wenn ihr dann hier die vergibten Ohrenschmalzdinger dann da reinpackt, dann ganz ehrlich, dann lasst doch diese Kopfhörer lieber weg, weil so steckt sich das bestimmt der nächste Tester nicht in die Ohren. So, gucken wir uns das Gerät weiter selber an. Erster Eindruck, ich habe einen Plastikbomber. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber das Ding, vor allem hört mal, das klingt hohl. Und es federt so ein bisschen noch mit, also das Ding, als ich es vor 2 Wochen schon mal kurz in der Hand hatte, habe ich auch schon gedacht, wow, leicht und plastiklich. Jedoch, wenn das meinen Vortestern auch mit den vielen Kratzern so überstanden hat, dann habe ich so an die Haltbarkeit keine, ich sag mal, bösen Vorzeichen oder sowas. Aber das ist schon, und deswegen liegen hier oben andere Geräte, was von der Moto G5-Reihe, ein Honor 6X, oder ein Xiaomi A1, alle natürlich ein 100er günstiger oder noch mehr günstiger, aber mit deutlich mehr Aluminium dahin gebastelt. Und das sind auch dann die Geräte, wo ich natürlich auch das HTC U11 Live mit vergleichen werde oder zumindest in die Richtung einordnen werde. Trotzdem
fühlt sich okay an. Und ja, wir haben wieder dieses Drücken, also quetsch mich Feature, um dieses Sense, also für die Zusatzfunktion. Edge Sense, glaube ich, heißt das bei HTC, müsste hier auch drin sein. Und dann gucken wir einmal mal rum. Wir haben oben unseren SIM-Karten-Slot. Single-SIM stand irgendwo an dem Gerät noch dran. Mikrofon. Auf der linken Seite ist nichts. Unten haben wir Mikrofon, USB Type-C und noch ein zweites Mikrofon. Oder nee, doch Mikrofon, noch ein zweites Mikrofon. Und das ist, ach, das ist gar nicht USB Type-C. Krass, ist das der Lautsprecher? Und dann ist das hier USB Type-C. Wow, 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 wow. Das ist ja mal, jetzt muss ich kurz, krass, der innere Monk rebelliert. Die haben den Stecker nach rechts versetzt, nicht mittig platziert. Huiuiui, man weiß ganz, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Eieiei. Naja, okay, gut, haben wir das auch und den schmalen Lautsprecher. Und da bin ich auch sehr gespannt, erwarte ich natürlich bei einem HTC-Gerät wieder was, was auch die Fotos angeht, erwarte ich da einiges. Und auch B, was den Klang angeht. So, ich drücke mal ganz kurz den An- und Ausschalter, vibriert. Und so richtig schöne, wir sehen wieder das Android One Boot-Menü, HTC unten und oben halt diese Google-Farben. Was mir aber auf jeden Fall gerade hier gut gefällt, wir haben übrigens ein 5,2 Zoll Full HD-Display. Also da landen wir PPI-mäßig, Punktpixeldichte bei 423 ppi. Sollte dicke ausreichen, HTC Android One-Logo. Und wir haben Tasten, krass, sehr schön. Wir haben Tasten unterhalb. Wir haben keine Onscreen-Tasten, wir haben Home-Button, Fingerabdrucksensor in der Mitte, links zurück, rechts App wechseln und auch sie leuchten. So. Was ich jetzt aber sagen wollte, ich komme problemlos an An- und Aus, ich komme problemlos an leiser, ich komme problemlos an lauter mit rechts. Und wenn ich das Gerät auch mit links bediene, komme ich auch an, ja, für lauter muss ich mich einen Ticken strecken, aber ich komme dran. Nee, das geht. Also nette Einhandbedienung, die mir softwareseitig leider bei Android One zu fehlen scheint. So, aber der erste Eindruck, auch vom Display her, ja, warum? Also gerade muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Ein großer Vorteil ist es natürlich, dass wir hier, ich sag mal, ein HTC-Markengerät haben. Natürlich, Preis 350 Euro. Android One, wir kriegen Updates über mindestens 2 Jahre, was mich natürlich auch freut. Und, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, das Ding hat auch eine IP67-Zertifizierung. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der mir jetzt erst auffällt, weil wir haben auch Abstriche, kein Kopfhöreranschluss. Und das ist nicht, weil das Gerät keinen Platz hätte für diesen Kopfhöreranschluss, weil da bleibe ich einfach dabei. Hier, das fühlt sich nicht stramm verbaut an. Das ist hier und da hätten sie bestimmt noch Platz gehabt. Und natürlich, ne, ist halt doch schon ein bisschen größer. Nehmen wir mal kurz das Xiaomi-Teil dazu. Ach doch, das 5,5 Zoll von Xiaomi ist nochmal größer. 5,5 Zoll von Honor ist auch nochmal größer. Ja, doch. Man merkt schon, nehmen wir mal das ist das Moto G5 mit 5 Zoll, ist doch dann wieder kleiner. Also es reiht sich mit 5,2 Zoll auch mit der Gesamtbauart dann doch gut ein in die Reihe. Und wir haben auch NFC, wer sich das gefragt hat. Drahtloses Laden ist aber nicht an Bord. Kamera auf der Rückseite steht so ganz leicht raus. Und ja, wir haben wieder diese leicht gebogene Bauweise, wo man sagen kann, wenn ich auf die Ränder tippe, ja, es wackelt, kann zum Wackeln kommen. Aber ich sag mal so, wenn ich hier ganz kurz was tippe, nein, ich will jetzt hier niemanden anrufen. Also wenn ich ganz kurz, na, gehst du wohl zurück? Jeder mag da nicht. Noch kein Home-Button aktiviert, erst mit der Software vielleicht. Aber was ich sagen wollte, wenn ich dann hier unten einfach was tippe, da muss keiner Angst haben, dass das Gerät hin und her wackeln könnte oder sowas. So, auf jeden Fall, erster Eindruck, fühlt sich ein bisschen plastikgleich an, also plastikmäßig an, wobei ich trotzdem sage, jetzt, ne, das waren jetzt wirklich so die ersten 8 Minuten, die ich mit dem Gerät vernünftig mich mal kurz hingesetzt habe. Doch. Wobei ich auch trotz allem sage, der Preis mit 350 Euro, da kann die Farbe noch so schön leuchten. Ah, ich tue mir gerade schwer. So, trotzdem freue ich mich jetzt darauf, dem Gerät auf den Zahn zu fühlen. Und mal herauszufinden, wie Android One und HTC so harmonieren und vor allem Fotoqualität, Lautsprecherqualitäten und natürlich die allgemeine Performance. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!